So Leute, willkommen zur nächsten Folge Arkas Maul. Unsere zwei Brontos liegen bereits auf dem Boden und wir sind dabei, uns gerade noch einen dritten zu holen. Jo. Einfach, dass falls mal einer stirbt, wir einen übrig haben. Noga ist übrigens am Start. Wer hätte es gedacht? Ja. Achso, genau. Wir können die ja dann mit dem Katapult da drauf angreifen. Warte mal. Kannst du gerade mal gucken, welches Level der auf dem Aufgang hat? Ich bin halt schon oben, aber du meinst 51. Ja, eventuell habe ich gerade random den falschen rausgekitet, weil hier ist noch ein 51er und noch ein 46er. Eventuell habe ich jetzt gerade den 17er rausgekitet. Nee. Der ist auch ein bisschen schnell umgefallen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber ich dachte, du hast halt da oben schon vorne am Strand. Ja, ich habe auch schon, der hat auch ein paar Hits gekriegt, aber ich glaube, dann ist das der Lower, den ich rausgekitet habe. Kann das sein? Schauen wir gleich nach. Hol auf jeden Fall noch ein paar Narkotics. Ja, ich komme runter. Ich glaube, ich habe tatsächlich den Lowen da rausgekitet. Wie hat der sich denn so vorgedrängelt? Toll, ey. Ja, also wir könnten mit dem Katapult dann und dem Bronto machen, bevor die Parasaurier uns detekten, ne? Easy. Also, das ist halt, das interessiert uns dann im Grunde gar nicht mehr, oder die jucken uns halt nicht. Ja gut, sagen wir so. Die Parasaurier sind ja eh nur dann interessant, wenn die Leute in der Base sind. Wenn sie in der Base sind, sehen sie den Bronto. Von daher, die Parasaurier machen sowieso nur dann Sinn. Einzige Problem ist, dass wenn du an der Base irgendeine Falle stellen willst oder irgendwo hochkletterst und derjenige ist gerade in der Base zu Hause, dass er einfach quasi Wallhack hat und genau weiß, wo du bist. Das ist schon, ja, ist eine Challenge. Ja gut, jetzt tamen wir eben den hier. Ich habe jetzt mir nochmal so knapp über 30. Ich habe noch ein bisschen ein paar Narcotics bei. Ja, bring ruhig reichlich, ne? Also. Ja, wir machen jetzt erstmal den E und dann liegt der und dann können wir immer noch in den 51. Ich habe jetzt den 51er auf jeden Fall jetzt. Ich glaube, ich habe da oben auf dem Aufgang 17 halt hingelegt. Läufst du gerade wieder hoch? Ja, ich wollte gucken, ob okay, der gut. 17er ist. Ich wollte nur gucken, nicht, dass das ein Gegner ist. Gut, dann ist das der 17er. Jetzt die Frage, ist das ein Männchen? Nee, ich glaube, ich habe meine, ich habe Rosa gesehen. Ja, dann können wir den eigentlich umbringen. Auf Female. Ja, dann bring ihn um. Aber dann lass ihn halt liegen. Also, was stört's denn jetzt? Dann ist er halt Brontos Pronto. Sind halt auch ein Haufen Munition. Ja, gut. Lass mich den mal eben noch ein bisschen höher kiten. Okay. Bevor der gleich wegläuft. Okay, kannst mit drauf. Muss halt jetzt gucken, wenn er mich jetzt hittet, dann hittet er halt den 17, aber das wäre jetzt kein Weltuntergang. Deswegen stelle ich mich mal hier hinten jetzt in die Ecke. Ich glaube, ich kann mich einfach fast hitten lassen von dem Dude. So. Kannst du rein theoretisch machen, ja, aber du kannst auch einfach immer. Vor allem, du kannst vom Lauf aus schießen. So. Ja. Ich lasse ihn hier vor der Wand immer so ein bisschen hin und her laufen. Ich block einfach gerade ein bisschen mal. Sollte es ein bisschen weggehen, der hittet vielleicht gleich, sonst. Boah. Eine Kelle gekriegt. Ach Gott. Rennt der weg? Weiß ich nicht. Glaub noch nicht. Ich glaube, er dreht. Ja, warte mal. Ich bin nur noch 4 Pfeile. 5. Ich hab noch 8. Aber jetzt rennt er, glaube ich, weg. Er rennt aber genau in mich rein. Sitz. Hast du noch Narcotics? Ja, 10. Das müsste dann reichen. Hoffentlich. Liegt. Gut.
Jetzt die Frage, wollen wir den 46er jetzt auch noch holen? Ja, ja. Wir haben Narkotics, haben wir ja, kostet ja nichts, ne? Und dann gib mir mal eben all deine Narkotics und all deine Pfeile, ich fange an den zu kiten, du gehst nochmal 30, 40 Narkotics holen. Ja, so viel ist das nicht mehr. Hier, die. Ja, wie gesagt, ich brauch's halt nur, um ihn anfangs zu kiten. Ja. Pfeile hat's auch keine mehr? Nee. Gut. Lauf jetzt mit 10 Pfeilen runter, es geht ja nur um ihn hoch. Ah, warte mal, hier doch, der Wolf hat welche, die lootet von den Viechern, die kannst du halt immer haben. Warte. Ja, wie gesagt, dann bring ruhig 50 irgendwie mit runter und crafte nochmal. Dann, haben wir es ja einigermaßen. Sonst habe ich 27 normale in 12. Ich habe jetzt 11. Gerade hatte ich halt noch 20 oder so. Ja. Er braucht jetzt nochmal ein paar mehr, also bring ruhig mit 50 oder so. In dem Cooker müssten halt auch noch Narkotik sein, aber die sollten wir eigentlich eher für Dingens verwenden, für Medical. Narkotik haben wir halt noch, das ist nicht Ding. Ich hoffe, wir haben noch genug Pfeile. Ja gut, die kannst du ja mal eben in 3 Sekunden craften. Haust jetzt einmal auf den Baum, einmal im Busch und einmal in Dingens. Ja, genau, trotzdem, Moment. Da muss ich halt Pfeile und Betäubungspfeile machen. Warte mal. Ja, wenn du auf dem Wolf sitzt, kannst du ja währenddessen schon Betäubungspfeile craften. Also einfach nur nicht absteigen, ist alles fein. Ja, aber wenn die einen Wolf holt, bin ich am Arsch. Ja gut. 31 Narkotics haben wir noch? Lol, ich glaube, ich sehe einen Rex. Da ist ein Level 49er weiblicher Rex. Direkt neben dem 46er weiblichen Bronto. Jo, das ist jetzt ein bisschen critical. Bescheiden, ne? Weil wir sagen, haben wir keine Narkotics mehr, oder was? Also 31. Aber wir haben hier Büsche vor der Butze. Ich kann halt kurz mit dem, mit der Anke mal. Ja, komm, erstmal mit den 31 würde ich sagen runter, weil sonst kann ich den jetzt hier nicht. Ich kite den jetzt hier gerade raus und ziehe den auch nochmal den Aufgang hoch. Ja, oder zumindest an den Aufgang muss ich den ziehen, weil oben jetzt nicht mehr so viel Platz ist. Ja. Dann bringe ich halt erst die Pfeile, warte. Ja. Sonst nimm die Narkotics aus dem Dingens, aus dem Kochtopf. Ja. Da sind ja noch welche drin. Juti, warte, ich komm runter. Ah, jetzt hat er abgelassen. Oh Mensch, jetzt komm doch ran. Ich will den zu Fuß hinten holen. Lass dich nicht vom Rex essen. Los. Ah ja, lol, hier. Hast du ja noch 100 Stück drin gehabt in dem. Ja, sag ich dir ja. Dass da einiges drin war. Oh, jetzt. Ach Gott, ey, jetzt schiebt der Diplo meinen Rex ins Wasser. Ich glaube, es hackt. Sonst haben wir aber keine Wünsche, oder? Ja, jetzt wird es gerade ein bisschen nervig, muss ich sagen. Dadurch, dass der Diplo immer noch lebt. Der nervt mich jetzt gerade. Der Rex hat auch nicht wirklich viel Damage. Aber mehr als der Wolf. Er dürfte eigentlich nicht. Ich habe den hier halt gar nicht mini-levelt. Ja gut, dann vielleicht. Das ist halt Leben und Stamina und Raid. Okay. Wo bist du denn? Unten direkt? Unten, ja. Was soll. Soll ich jetzt schießen? Ich muss jetzt kurz den Diplo beseitigen. Du kannst den Bronto mal dahin kiten, wo du gerade stehst. Wie viel hast du jetzt dabei? 100? Sonst gib mir also noch mal ein paar. Ich hab selbst 30 Pfeile und ich hab mal 50 Narkotics bei. Ja, ja, gib mal rein. Hier ein paar Pfeile hab ich auch noch, die brauche ich nicht. Also ich hab jetzt 30 Rank-Pfeile. Ich mach mir jetzt noch mal 50. So, jetzt machen wir den Bronto einmal in den Aufgang. Kann ich ihn ziehen? Ja, ja. Komm. Alter, wenn jetzt hier Leute, da hinten ist ein Kano. Ja, lass den Kano Kano sein. Ja, der. Oder kill ihn schnell. Ja, wollte ich sagen. Dann schießt du. Schießt du, ich mach den weg. Lass den Bronte mal hier ablegen, wo wir hier unten gerade eh sind. Ja. Stell dich mal irgendwo, wo du ein bisschen aimen kannst.
Nicht so nah ran. Kann nicht, dann lass ich mich hier in die Ecke reinboxen. Geh du nach oben auf dem Aufgang oder so. Ich lass mich hier reinboxen. Ja, ist gut. Immer diese Leute mit der schwachen Blase. Da lassen wir Rex einfach tanken. Bisschen aufpassen, vielleicht, dass er beim Wegrennen jetzt nicht gleich ins Wasser läuft. Ich werde gleich mit dem Rex einmal drum rumlaufen, sodass der quasi nach oben hin wegläuft. Ihr sagt, eigentlich dürft das nicht mehr. Eigentlich liegen die. Ah, wie gesagt, Custom Map, ne? Ja, okay, genau. Ja. Jetzt schlägt auf dich. Oh, lauf einfach. Der kommt hier, glaube ich, nicht hoch, so ohne weiteres. Der muss erst rumlaufen. Und kite ihn ruhig noch ein Stückchen hoch. Kann mich ja doch hitten lassen, weil ich stehe an der Wand und der Wolf hält aus. Ja, kann er ruhig ein bisschen hoch, dann läuft er weniger Gefahr, angegriffen zu werden. Ging mir nur darum, dass wenn wir den jetzt auch noch da oben auf der Fläche tamen, dass er halt dann irgendwann die anderen vielleicht damaged. Renn weg. Jetzt rennt er halt wieder runter, ne, weil du an der Wand stehst. Muss halt immer entgegengesetzt dastehen, wo er hinrennen soll. Dann man halt direkt daneben liegen. Ja, ja, schon, aber wenn ich halt an der Wand stehe und schieß, dann steht er von der Wand weg. So, dann ja, stell dich anders hin. Da ist ein Wolf unter ihm. Interessiert ihn jetzt nicht weiter, aber. Dich aber. Mich, ich will ihn weg haben. Er hat mich. Siehst du auf dem Rondo noch? Na komm, wenn er da hinten in der Ecke liegt, ist das jetzt auch kein Weltuntergang. Das ist richtig gut da. Ja, da laufen halt auch die ganze Zeit irgendwelche Viecher rum. Besser wäre oben. Liegt. Liegt? Okay. Gut. Nochmal neue Brontos nachgespawnt. So, warte. Ich farm kurz ein paar Bären. Ich hör Kampfmusik. So hörst du Kampfmusik? So, Wildlife Fight Musik. Über uns vielleicht. Keine Ahnung. Ich hab die aus. So, da steht jetzt Level 7 und Level 33. Jetzt hoffen wir mal, dass der Rex noch da ist. Jo. Rex ist noch da, den möchte ich nämlich eigentlich auch noch haben. Leider Weibchen. Männchen wäre geiler gewesen. Hast du Mejus in alle Brontos reingeschmissen? Ja. Gut. Der 51er Bronto, der rennt da noch rum. Wie, der rennt da noch rum? Oder was? Den haben wir doch gerade gelegt. Nee, der hat 46. Dann rennt der 51er ist der, den wir oben gelegt haben, der zweite. Wir haben jetzt 4 Brontos auf dem Boden liegen. Zwei davon sind High Level, einer ist 33, einer ist 17. Ich gehe da oben mal kurz checken. Ich weiß nicht, ob der da gerade ein Bad nimmt oder so. War zu hoch. Oh mein Gott, Alter, wenn jetzt hier einer kommt, können sie ja richtig abfacken. Dann haben sie uns 100 Narcotics geklaut und eine Folge Zeit. So, geht schlimmer. LOL. Ja, gut. Das ist wieder eins kluger Rex. Komm, Rex. Wir üben das nochmal. Hast du noch Narkopfeile? Nee, bin aber gleich da. Also ich meine, ich kann aus der Base noch welche holen. Würdig wird. Ja, ich sagte ja, wie gesagt, wenn du einmal hochgehst, hol halt lieber ein bisschen mehr, dann haben wir es halt. Da musst du nicht dreimal hochlaufen. Oh. Ja, der Rex hier hängt in der Eisscholle fest irgendwie. Ich weiß gerade nicht, wie ich den rauskriegen soll. Ich weiß nicht, wenn ich den da jetzt lege, ob der dann eventuell absäuft.
Steht so ein bisschen, aber irgendwie rafft er sich gerade gar nicht. Komm schon, Kollege Schnürschuh. Schaffst du. Wie sieht's denn hier aus? Okay. Da war noch alles in Ordnung. Ja, schwimmt weg von mir. Es ist halt wieder, Rex ist halt wieder boosted as fuck. Muss halt jetzt quasi hier warten, bis der auf mich wieder aggro geht. Ich hatte gesehen, da hinten waren Wölfe gespawnt vor unserer Base. Interessiert jetzt die Brontos nicht weiter, aber wenn wir da nächstes Mal lang gehen, dann sollten wir den Rex halt mit ihm, dass wir killen können, weil da gehe ich halt mit meinem 4 nicht ran. Waren da schon 4 oder 5. Roland, killen, easy. Ja, nee. Komm hier lang. Ah, jetzt genau dazwischen. Hier lang. Macht einen dicken Hermann, ist aber zu dumm zum Schwimmen. Aua. So, wir sollten den vielleicht hier irgendwie legen. Weil der sonst die Brontos gleich isst. Ja. Schießt du drauf? Nee, ich hab ja nicht, ich hab halt nicht mehr groß Pfeile. Beim die Brontos checken, wenn ich nach Base. Das heißt nicht mehr groß Pfeile, gar keine mehr oder hast keine, oder? Hab ich jetzt rausgeschossen. 5 okay, oder ja, 6. Gut. Ah, er rennt weg. Nicht Marco, gehen auf was anderes jetzt bitte. Nein, aus. Aus. Hier ist übrigens ein Mail Parasaurus 51. Ja, hab ich auch gesehen. Können wir jetzt wieder mitnehmen, wir spielen jetzt doch mit Parasaurus. Ja. Also sollten wir halt, weil wir hier gerade am Themen sind. Hast du noch Pfeile oder? Ja. 20 noch, 22. Ah, daneben, GG. Oh, wo willst du die ganzen Brontos eigentlich hinstellen? Ich hätte jetzt also zwischen der Mauer und dem Tor vorne, oder? Und hinten in Richtung Aufgang, die nicht so wichtig sind, am Wasserfall da irgendwo. Ah, gucken wir dann, wie es dann aussieht. Sag mal, ich habe noch 10 Pfeile, könntest du langsamer umfallen, finde ich. Ja, wenn ich holen gehen soll, musst du sagen, ne? Ja, wenn du den Parasaurus noch tamen willst, dann ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich sage die ganze Zeit schon, hol ruhig reichlich. Hol alles, was wir haben. Zur Not craften wir halt neue. Narcotics sind halt jetzt echt nicht so teuer. Oh, jetzt liegt er. Nur du läufst halt allein 4-mal oder so nach oben. Das kannst du dir halt schenken. Meine Armbrust, ja gut, geht noch. Wahrscheinlich kriege ich einen Parasaurus sogar noch gelegt, aber... Warum laufe ich 4-mal nach oben? Ja, weil du jetzt 4-mal Narcotics holen gegangen bist. Aber ich hole doch nicht unsere gesamten Narcotics, die wir haben, mit einmal... in mein ja, oder halt einmal 100 Stück direkt oder so würde ich halt holen. Naja, und nicht immer nur so peu à peu, wir holen halt für jeden... dann halt alle, im Grunde fast. Ja, dann ist es halt so, dann gehen wir halt schnell neue Farmen. Ist ja jetzt nicht so ein Riesenthema. So, der Parasaurus liegt auch. Ich hab noch ein bisschen Mappen jetzt hier in dem Rex, das nehme ich jetzt mit. Ja, müssen eine ganze Menge sein. So, 2200. Oh, okay, ja. Man kann echt gerade nur hoffen, dass hier keiner vorbeiläuft. Jetzt liegen hier irgendwie 5 Riesenviecher auf dem Boden. Weil der eine Bronto müsste auch bald mal irgendwann aufstehen. Bräuchten auch noch Bronto-Sätteln, ne? Ja, lass halt erstmal fertig tamen. Ich würde halt jetzt wahrscheinlich auch erstmal Standard-Bronto-Sättel irgendwie holen, die dann peu à peu nach oben bringen. Ja. Also, wenn du denn da jetzt gelegt hast, was du legen wolltest, dann können wir halt mal die Gegend ablaufen, wo wir die Brontos gelegt haben und so Viehzeug töten und nochmal checken, wie es aussieht mit. Lol, als ob. Hier ist ein wilder Archie gerade bei uns in der Butze. Lol.
Ja, dahin. Ist noch ein Parasaurus. Ist also, aber nur Level 19 weiblich. Ich hab mal. Lol, Alter. Aber ihr seid schon eigentlich ziemlich scheiße, weil wenn wir halt nicht da sind und die W3 Archies in unserer Base, ja, sind alles so. Wir haben jetzt wir sind jetzt in Folge 49 oder so, wir hatten jetzt einmal ein Archie, so, keine Ahnung. Genauso wie einmal random da irgendwo ein Känguru rumgerannt ist. Also das spawnt halt fast nichts, genauso wie Anken auf dem Berg spawnen. So, Not stellt halt eine Pflanze auf Wild oder so. Das Problem ist, genau dann triggert's die halt. Weil dann diese eine Pflanze immer dafür sorgt, dass sie angegriffen wird. So. Dup, die dup, die dup. Wie weit ist es in der Folge? Ist Ende. Gut. In dem Sinne, liegen haben wir 4 Brontos und einen Rex. Und ein Parasaurus 51 plus die 2 weiblichen Parasaurus in unserer Base. Heißt, wir können uns noch mehr Alarmanlagen bauen. Und arbeiten unsere Kampfmaschine. Ja, ich würde sagen, schaut bei den anderen vorbei. Die Pinkelpause. Ja, danke für die Abmod. Und ja, macht's gut, bis dann, ciao. Ciao, ciao.